So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Far Cry Primal mit dem allerersten Tierfreund, den wir haben. Ich zeige ihn euch auch nochmal. Der Eule. Sie funktioniert wie die, ja, Flügelbegleiter der neuen Assassin's Creed Spiele. Sie können also hier umherfliegen und falls hier Gegner, Loot oder andere interaktive Sachen sind, markiert er sie auch oder sie auch. Bin mir gar nicht sicher. Gut, dann fahren wir fort mit der Story. So wie ich das verstanden habe, soll es ja noch ein weiteres Tier geben. Und ich möchte noch mal schauen, was so auf unserem Weg liegt. Aber ich glaube, hier war nicht viel unbekannter Ort. Hier waren wir in der letzten Folge. Da kann man über den Weg zumindest nicht rein. Na gut, dann geht's erstmal weiter in der Geschichte. Aber ich traue dem Alten da nicht, dem Schaman. Der ist sehr weird, muss ich sagen. Und ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Bauchgefühl bei ihm. Mich würde es nicht wundern, wenn der Typ gar nicht so auf unserer Seite ist. Ich weiß auch nicht, warum er uns kennt oder warum wir ihm vertrauen sollten und irgendwelche sehr weirden Drinks annehmen, die uns in der Welt herumfliegen lassen. Aber man muss nicht alles verstehen, was vor vielen tausend Jahren einmal geschah. Der Bestienmeister, finde den Leitwolf und zähme die Bestie, damit sie an deiner Seite kämpft. Okay. Ein tierischer Begleiter. Genauso wie die Eule. Ja, genau. Mit Y ruft man sie auf dem PC. Man kann sogar den Jägerblick einsetzen, wenn man mit ihr navigiert. Cool. Und man kann sie sogar leveln. Ja, natürlich. Also wenn man in einem Far Cry, vor allem die etwas älteren Far Crys, wenn man da eine Sache machen darf, soll, dann ist es leveln und den Skilltree erweitern. Fand ich aber immer ganz nett, klar. Ist irgendwann ein bisschen repetitiv gewesen. Oh, warte. Was soll ich denn machen? Ah, ich soll die Eule einsetzen. Okay. Na dann zeig uns den Weg. Ah, okay, wir müssen eh da unten. Bombe fallen lassen? Okay. Aha. Was heißt denn hier Bombe fallen lassen? Ah, das haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Ja, okay. Das ist ja gar kein Problem. Alright. Wir können also Eulen mit Bomben ausstatten. Ja, man merkt, es ist ein Far Cry. Ja. Also noch können wir es ja nicht. Aber es wird wohl bald ein Thema werden. Da bin ich mal gespannt. Oh, und ich wollte ja gar nicht so aggressiv rein. Mal, wir machen mal hier. Das ist immer mit dem Bogen. Wir haben leider immer noch keine Waffe. Ah gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was es da noch für krasse Upgrades gibt. Aber irgendwie so, dass man genauer sehen kann, ob man den Kopf trifft. So. Ach, guck dir das an. Ach, toll. Boah, aber den habe ich getroffen. Ja. Die schweren treffe ich, aber die einfachen Ziele nicht. Ja. Für den brauchen wir aber auch noch ein paar. Das ist in den Baum rein. Einmal. Guck dir das an. So. Also. Hier war doch noch einer. Bin ich mal gespannt, ob wir den finden.
Nur zum Fleisch im Köder. Okay. Folge der Blutspur. Alright. Alright, alright. Passaria. Larspuri. Ach, der Hirsch oder was auch immer. Der ist das Ziegenbock. Ja, mein Hirsch wahrscheinlich. Okay. Wal Shanti. Ah ja. Da holen wir doch mal unsere Eule raus. Ah ja. Da seid ihr. Aber das hier ist ein Elch. Was für einer. Und was für einer. Okay, Bestienködern und Zähm. Stell Köder im Waffenrad her mit Q, das haben wir gemacht. Wirf Köder mit Mausrad aus, um Bestien anzulocken. Nähere Tier langsam während es frisst und halte E gedrückt, um die Bestie zu sehen. Drücke B, um die Zähm ein bisschen anzusehen. Okay. Dann werfen wir das mal dahin. Okay. Und wir packen auch mal die Waffe weg. Kann man das machen? Wir nähern uns dem Tier. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Köder da hält. Der hat ihn ja eigentlich relativ schnell gegessen. Boah. Ja, okay, da ist es weg. Der Weißwolf wurde gezähmt. Okay. Okay, mit G kann man ihn... Okay, okay. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh halt Fleisch zu heilen. Interessant! Streichen wir natürlich erstmal. Was aber noch viel interessanter ist, das war ein groß angepriesenes Feature von Far Cry 5, dem Nachfolger dieses Spiels. Was natürlich ein bisschen lustig ist, weil, wie ich schon gesagt hatte, ich war der Meinung, das wurde mit Far Cry 5 eingeführt und tatsächlich hat es der Vorgänger schon. Und das gleiche hatte ich ja mit Origins. Da hatte ich das Gefühl, wurde dieser Vogel eingeführt. Irgendwie ist Primal ein Innovationstreiber. Und die also die Lorbeeren haben dann aber immer nur die größeren Nachfolger gekriegt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ach, man kann auch... Oh. Oh! Ja, perfekt! Jetzt weiß ich auch, wie man besser aimt. Hier mal. Rechte Maustaste drücken. Boah! Das Bestienmenü. Drücke B, um das Bestienmenü zu öffnen. Okay, und man kann hier verschiedene auswählen. Ja, das ist wie... Ich meine, in Far Cry 6 gab es das jetzt auch mit verschiedenen... Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, wie es in Far Cry... In Far Cry 5 gab es da nur den Hund? Da gab es auf jeden Fall den Hund. Wir haben schon 26 Menschen in unserer kleinen Bevölkerung. Das ist gut. Und Tensei. Okay. Die Schnellreise. Okay. Leuchtfeuer, feindliche Außenposten werden zu Schnellreisezielen. Okay. Kannst ja Dorf reisen, Hütten errichten, zu verbessern, Fleischausdauer. Ja, okay. Ja, lass mich raten, wir sollen schnell reisen. Interessant. Also ich bin erstaunt. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, das Spiel gefällt mir sehr gut und ich finde es ist leider so ein Spiel, was super underrated ist und leider auch wahrscheinlich nicht viele Spieler gespielt haben. Als es aktuell war. Wahrscheinlich auch nicht danach. Und ich bin ja ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gespielt. Ich weiß noch, dass ich es damals echt gerne gespielt hätte, aber mein PC war leider nicht so stark. Und ihr seht ja, das Spiel hat sehr viele Haartexturen, sehr viele
Fauna-Texturen. Und da muss man sagen, damals haben selbst die besseren Grafikkarten, ich weiß noch, damals war die 970 so eine richtig gute Grafikkarte. Da, ich glaube, die hatte noch 4 GB VRAM. Das muss ich mir mal vorstellen. Heute haben die Grafikkarten irgendwie schon 12 oder noch mehr. Und selbst die hatte damals extreme Probleme, das Spiel in 1080p wohlgemerkt ordentlich flüssig zu bekommen. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ja, und der Wolf ist halt einfach OP. Gut. Und deswegen habe ich es halt damals nicht gespielt. Und dann war es aber auch irgendwie so nicht relevant, weil es irgendwie auch... Oh, null. Und so halten wir den dann wahrscheinlich. Ja, perfekt. Aber ja, das war auf jeden Fall nicht so gut. Und haben wir jetzt hier eigentlich mal was... Braschawas Ursprung. Ort entdeckt. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sollen zurück. Ich sehe schon. Ist das jetzt okay? Ja. Komm, dann gehen wir zurück. Noch eine kurze Schnellreise. Die dauert ja nicht so lange. Ja, also. Dann bin ich mal gespannt. Wir reden natürlich erst mit... Mit ihr. Mit unserer Freundin aus der Tigerhöhle. Markaka takar guar ti chaskaman chlausarsh machi winja guamarsh aguapati pacharsh aish kauha damshamas ulashwai shwaida winja cha ti chaya. Erbaue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venya. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Siehe an, wir brauchen auch bessere Waffen. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros, drücke H und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Ja, das ist dann wirklich das uralt Ubisoft-Prinzip. Gab es auf jeden Fall spätestens in Assassin's Creed 2, ein Spiel, welches, lasst mich lügen, 2009 kam. In dem Dreh. Also das ist ein ganz alter Hut für die Far Cry-Reihe. Hatte Far Cry 4 sowas? Ich weiß es jetzt nicht. Far Cry 3, glaube ich, hatte es noch nicht sowas. Aber die neueren Far Crys haben das mittlerweile auch alle. Ich weiß jetzt nicht, ob es 5 hatte. Weil 6 hat es auf jeden Fall. Und 5 hat es, nicht 5, sondern New Dawn. New Dawn hat es auch. New Dawn war ja so ein bisschen das, ja, das Spin-off zu Far Cry 5. Sailors Hütte. Wir hätten mehr als genug, aber es fehlt die Hirschhaut. Wo gibt es Hirsche? Das ist natürlich cool, dass man das ja auch relativ gut angezeigt bekommt. Was uncool ist, dass wir anscheinend noch keinen Hirschspot haben. Oben ist ein Wolfsspot. Gut. Dann gehen wir halt zu dem Schamanen. Aber Hirsche? Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Elche meint, weil da haben wir ja gerade einen gesehen, aber das ist meines Wissens nach kein Hirsch. Von daher... Was weißt du? Schrasch, schrasch, bauschaugas, winja jisu dijam, ma samquai dausa. Ah, daiwa damshi, hakrapi shayu kwayaka. Alright. Also eine Hütte, die wir bauen können. Wie er sich freut. Aber sie sieht... ja, ist ein Statement. Tensais Hütte verbessert.
Okay. Und wir können das auch immer wieder upgraden. Okay. Ihre Hütte muss noch warten. Ah, wir haben aber einen Marker bekommen. Ah, ne. Das ist der, den ich gesetzt habe. Alright. Dann, was machen wir? Wir müssen jetzt irgendwo den Hirsch herbekommen, oder? Es scheint ja nicht weiter zu gehen ohne. Okay. Du hast nicht zufällig einen Tipp? Nein? Okay. Dann machen wir eine Schnellreise hierhin. Stammeskonflikt töten. Oh, perfekt. Und erkunden halt die Map weiter, weil was weiß denn ich, wo hier Hirsche rumlaufen. Ah, da hat er sich versteckt. Ich wollte schon sagen. Aber wir sind voll. Na gut, dann hoffen wir mal, dass wir Hirsche sammeln. Ansonsten sind wir ja eh gut dabei. Ich weiß jetzt auch gar nicht, unser Companion ist dabei. Einmal. Oh. Kann mein Hund eigentlich auch Dinger jagen hier? Wo ist denn hier hin? Kann der sicher, oder? Wow. Oh, das Ding ist schnell. Was ist das? Panther? Mitteleuropa? Ach du Scheiße. Das ist wohl keine gute Idee. Ach du Scheiße. Einmal ein Jaguar. Er hat es aber weit geschafft. Okay. Wir werden den jetzt gelöst, den Konflikt. Na gut. Oh. Wir hätten jetzt hier schon das Ding gelöst. Aber nein. Ich wollte unbedingt den Panther haben, aber der hat es irgendwie geschafft. Und hier scheint noch ein Geldsäckchen rumzuhängen. Ist nur die Frage, wo genau. Ah, gut. Ey. Aber ja, toll. Ist ja eh alles voll. Ach, hier war das. Na gut. Hier laufen aber auch so viele Randoms rum. Alright. Dann zeig mal her. Ja. Lauf du. Hä? Also manchmal. Ja. Ja, willkommen. Das weiß ich.
Wenn du es nicht weißt, dann geht's weiter. Ah, und das ist natürlich schön da oben, wo wir safe hier nicht drauf kommen. Ja, das ist natürlich realistisch, also klar. Aber natürlich, wenn man den Spielern schon so viel Laufweg zumutet, dann wäre es schön gewesen, wenn man da irgendwie ein paar Shortcuts gehabt hätte. Keine Ahnung, was zum Klettern. Ich meine, das ist ja auch in Far Cry 4 etabliert worden. Es wäre jetzt hier nicht das Unmöglichste gewesen, auch so vom Zeitalter. Ich meine, man hätte das ja mannigfaltig umsetzen können. Das sind so ein paar Kritikpunkte, wenn man das Spiel halt länger spielt und jetzt einmal nicht nur von Story zu Story huscht, sondern auch mal ein bisschen sich in der Welt umschaut. Sieh mal einer an. Die haben hier einfach Fleisch rumliegen. Müll. Na, dann entzünden wir mal das Feuer. Ja, nice. Damit haben wir einen neuen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Wir haben schon eine Bevölkerung von 34 Menschen. Das ist echt nicht schlecht. Und das kenne ich. Uns fehlt aber anscheinend das nötige Tool. Das kenne ich aus diversen Spielen. Und mal gucken, haben wir hier mittlerweile eine Hirsch-Location? Nein. Where the hell is the Hirsch? Ich sehe auch die anderen Tiere nicht mehr. Doch jetzt, hier ist der Hirsch. Dann werden wir da in der nächsten Folge weitermachen und dann Sailors Hütte bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Heute haben wir unser kleines, komm, hier gibt es nochmal eine Kleinigkeit. Unser Haustier gefunden, den Leitwolf. Nochmal eine Streicheleinheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.